12 effektive Wege, um sich selbst sofort und jederzeit Liebe zu schenken. Von Louise Hay. Erstens, kritisiere niemanden, auch nicht dich selbst, denn Kritik ändert niemals etwas. Höre auf, dich selbst zu kritisieren und akzeptiere dich endlich genauso, wie du bist. Zweitens, vergib dir. Lasse endlich die Vergangenheit hinter dir. Du hast damals getan, was du konntest, entsprechend dem Wissen und der Bewusstheit, über die du verfügtest. Seither hat sich unser Bewusstsein verändert und wir entwickeln uns ständig weiter. Wir lernen und werden das Leben künftig anders leben. Drittens, fürchte dich nicht. Terrorisiere dich nicht mit ängstlichen Gedanken. Das ist eine so schreckliche Art zu leben. Finde innere Bilder, die dir Freude schenken. Und wandle deine Angstgedanken sofort in einen angenehmen Gedanken um. Viertens, sei sanft, freundlich und geduldig. Gehe sanft, freundlich und geduldig mit dir um, während du neue Erfahrungen sammelst und andere Denkweisen erlernst. Behandle dich selbst so, wie du einen Mitmenschen behandeln würdest, den du aufrichtig liebst. Fünftens, behandle deinen Geist gut. Selbsthass ist Hass auf die eigenen Gedanken. Hasse dich nicht dafür, dass du bestimmte Gedanken denkst. Ersetze negative Gedanken sanft und liebevoll durch lebensbejahende Gedanken. Sechstens, lobe dich, denn Kritik schwächt und Lob baut auf. Lobe dich selbst so oft wie nur möglich und sage dir auch bei kleinen Dingen, wie gut du etwas gemacht hast. Siebtens, unterstütze dich. Finde Möglichkeiten, dich selbst zu unterstützen und gut für dich zu sorgen. Lasse dir auch von Freunden helfen. Es ist ein Zeichen von Stärke, andere um Hilfe zu bitten, wenn man Hilfe benötigt. Achtens, gehe immer liebevoll mit deinen Fehlern um. Du hast deine negativen Denkmuster und Gewohnheiten selbst erschaffen, um bestimmte Bedürfnisse in deinem Leben zu erfüllen. Jetzt entdecke neue, positive Möglichkeiten zur Erfüllung deiner Bedürfnisse. Und löse dich liebevoll von den alten, negativen Mustern. Neuntens, kümmere dich gut um deinen Körper. Welche Nahrung benötigt dein Körper für ein Optimum an Energie und Vitalität? Welche Bewegung möchte dein Körper, die ihm gut tut und Spaß macht? Ehre und pflege deinen Körper wie einen Tempel, in dem du lebst. Zehntens, freue dich deines Lebens. Erinnere dich an die Dinge, die dir als Kind Freude machten und baue diese in deinen Alltag ein. Vergesse bei allem Tun niemals die Lebensfreude. Bringe sie wieder zum Ausdruck. Lache. Freue dich und das Universum freut sich mit dir. Elftens. Liebe dich und zwar jetzt sofort. Warte nicht damit, bis es dir besser geht oder bis du vielleicht abgenommen hast oder den Traumjob oder den Wunschpartner gefunden hast. Beginne jetzt gleich mit der Selbstliebe. Zwölftens,
Praktiziere Spiegelarbeit. Schaue dich so oft wie möglich in den Spiegel. Schau dir in deine Augen und sprich mit dir. Bringe die Selbstliebe zum Ausdruck. Vergib dir vor dem Spiegel. Sprich vor dem Spiegel mit deinen Eltern oder mit anderen Menschen, denen du gerne vergeben möchtest. Vergib auch dir und sage mindestens einmal täglich zu dir: Ich liebe dich. Ich liebe dich wirklich. Unterstützende Affirmationen für noch mehr Selbstliebe und Vertrauen in das Leben. Ich vertraue, dass das Leben sich auf positive Weise vor mir entfaltet. Es ist so gut, mich selbst zu lieben. Ich bin immer offen und empfänglich für alles Gute. Das Universum unterstützt und liebt mich. Ich nehme meine eigene Macht in Anspruch und liebevoll erschaffe ich damit meine Wirklichkeit. Ich öffne mich für Freude und Liebe, die ich freizügig gebe und reichlich empfange. Ich sehe mich als wunderschön, liebenswert und beliebt. Ich bin so stolz darauf, ich zu sein. Ich beschließe, die Freude des Lebens in meinem Körper zirkulieren zu lassen. Ich bin sicher im Universum und alles Leben liebt und unterstützt mich. Ich wachse über die Begrenzungen meiner Eltern hinaus und lebe für mich selbst. Jetzt bin ich an der Reihe. Ich liebe die, die ich bin. Ich liebe den, der ich bin. Ich stehe auf der festen Grundlage meiner eigenen Kraft. Ich bin sicher auf allen Ebenen. Ich habe es verdient, am Leben Freude zu haben. Ich will Freude und Vergnügen und nehme sie an. Ich wünsche dir von Herzen, dass du all das Gesagte bestmöglich für dich integrieren kannst und wünsche dir einen freudvollen Weg zu mehr Selbstliebe, Selbstachtung und Selbstvertrauen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, deine Karin.